Boah, was macht er denn? Ready for work? I'm ready when you are. The sheep need water. Think you can handle that? Okay. Sure. Erster Arbeitstag auf der Farm. Das ist die Großmutter. Die wird sicherlich noch sprechen, wenn der Zeit gekommen ist. Frei können wir uns denn jetzt bewegen. Hier gibt es sicherlich irgendwo noch Bonusmaterial, was wir zu finden haben. Die haben eine sehr bescheidene Hütte. Und es gab scheinbar ein großes Schafsterben. Mist. Na? Ich frag mich, was das wohl damit auf sich hat. Da sind die Schafe. Ach, das ist... Ich dachte, das wäre ihre Hütte, aber in Wirklichkeit ist es scheinbar die Schafshütte. Hier war ja ihr Haus. Aber wir arbeiten erstmal ein bisschen. Noch können wir immer noch Fragen stellen. Wir wollen ja polite sein. Can you get some hay from the barn? Die Scheune. Mach ich gleich. Schau mich immer um. Den Schafen geht's gut. Gut zu wissen. Ist das der Hühnerstall? Da geht's ins Nirgendwo. Und hier werden die... Oh, das können wir uns angucken. Was mit ihm passiert ist. Mit dem Schäfchen hier. Schauen wir uns das mal genauer an. Das würde mich nämlich jetzt auch interessieren. Okay, Jody. Was haben wir denn hier? Was zum Teufel war das? Das arme Ding hat's voll aufgerissen. Verbrennen die Dinger oder? Ich weiß ja nicht. Wenn es irgendwas nur erwischt hat, kann man das doch vielleicht noch essen. Wir müssen ja nicht unbedingt... ihr wisst schon. Mann, dieser Paul ist verdammt schnell. Hi. Ich habe von dir geträumt. My name is Jody and I'm gonna stay here for a little bit and help out. I hope that you don't mind. This is beautiful. Did you make this yourself? Uiuiui, schwerer Tobak. Diesen Baum haben wir ja auch noch irgendwo gesehen. Frag mich, wo der ist. Na, dann helfen wir mal weiter aus. Was ist das hier? Gar nichts. Einfach nur Müll, ja? Ich gebe erst Ruhe, wenn ich das gefunden habe. Aber dass die immer ein Gästezimmer haben, ist auch nett. Muss ich schon sagen. So, dann gehen wir mal in die creepy Scheune. Aber so creepy kann die gar nicht sein. Da fällt ja ziemlich viel Licht ein. Vielleicht sind ja Zombies drin. Wie gesagt, wir werfen einen kleinen Blick hier rein. Mit unserem Eidenfreund. Vielleicht kann er hier irgendwas noch sehen. Motorrad ist ein altes. Das wäre ziemlich leicht, wenn wir das so machen. Huch. Manchmal passieren immer irgendwie Sachen, die ich nicht machen will. Moment mal, ist es nicht der?
Das Bild. Was hat es damit auf sich? Ich weiß, wir könnten einen um Hilfe bitten, aber... Was soll ich sagen? Ah, okay. Na gut. Deswegen habe ich auch den oberen genommen. Hätte ich den anderen genommen? Wer weiß, was passiert wäre. Da haben wir den Heuballen auf jeden Fall. Gibt es hier noch hinten irgendwas? Nee. Ein bisschen Arbeit. Was haben wir denn hier? Holy shit, an antique. This gotta be like 40 or 50 years old. Cooles Teil auf jeden Fall. Das sind wahre Schätze. Was sie da haben. Cooles altes Motorrad. Geile Sache. Nicht schlecht. Ich weiß, wir sollten ihn in den Heu bringen, aber man kann es ja auch mal schön hinstellen. Cool. Nee. Der wird nicht mehr anspringen. Noch nicht. Da muss erstmal ein bisschen was repariert werden. Aber kennt sie sich damit aus? Zündkerze raus. Mal eine neue Zündkerze reinschrauben. Die Zündung hat also nicht funktioniert. Kennt sich also ein bisschen mit Mechanik aus. Zündkerze reingeschraubt in den Starter. Wir sollten Heu bringen, jetzt reparieren wir das Motorrad. Weil wir was gesehen haben, was uns gefallen hat. Dann machen wir das Ganze hier noch sauber. Wir wollten aber eigentlich Heu bringen. Das bringt doch gar nichts, da großartig was zu machen. Und? Nochmal! Cool. Good job. Funktioniert. Aber jetzt kümmern wir uns um das Heu. So, Heu ist bestimmt auch ganz... Ah! Vorsichtig, Jody. Vielleicht sollten wir langsam gehen. Eile mit Weile heißt es schließlich. Lunch? Okay, let me just finish this first. Ja. Wir machen das mal schnell hier fertig. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, so heißt es doch so schön. Huch. Wohin damit, Paul? Du wirst es hinhaben. Ich hoffe, die Schafe haben nicht so lange drauf gewartet. Put it down anywhere. Thanks, Jody. It's lunchtime. Go and join the boys if you're hungry. You coming? Later. Still have work to do. Okay, later then. Hehe. Ja, die Arbeit macht hier Spaß. So auf einer Ranch. Aber das, sowas sagt man natürlich immer für ein, zwei Tage. Also essen wir erstmal ein bisschen was mit den Jungs und der Oma. Have a seat. Thanks. Paul ist da. Is it true that your grandmother hasn't spoken in years? Yeah. My father said she hasn't said a word since my great-grandmother died. That's gotta be 30 years. Aha. There's a lot of work to do on the ranch. Yeah. Jay takes care of the horses. I wash the churros and Father does just about everything else. Arbeitsteilung, schön. I saw the dead sheep. What happened to them? A storm. They wander out of the pen and choke to death on the sand. Um.
I mean, I saw the carcasses. Their insides were completely torn out. You've got coyotes. Coyotes kill sheep. Okay, wir werden nicht weiter nachhaken, weil die wollen es einfach nicht sagen. So many questions. Sorry, ich hab's nur gesehen. When I don't understand something, yeah. Yeah? How about if I started asking you questions? Where you come from? What you're doing here? You probably wouldn't like it, huh? So keep your secrets to yourself. And don't ask any more questions. Relax. Meine Güte. I got work to do. Das ist nicht sehr nett, gesprächig, aber klar. Don't mind him, Jody. He's okay when you get to know him. I'll bet. Mm. Well, I guess I better get back to it or Paul will get mad. See you later. Oh Mann. Zu viel Fragen gestellt. Well done, Jody. Aber naja, das war das, was wir gesehen haben. Wow. Hey, anything else need doing, Paul? No. But maybe the boys could use some help. Okay, I'll check. Es ist irgendwie niedlich, wie sie sich so. Kann ich irgendwie noch irgendwas helfen? Irgendwas? Hauptsache irgendwas tun. Ich will noch in den Schuppen hier reingucken. Motorrad haben wir ja quasi geputzt. Geputzt, wenn man das so sagen darf. Hier haben wir ihr eins der wichtigsten Güter hier. Wasser. Wo kein Wasser drin ist. Ach nee, das Wasser kommt. Ist da, okay. Können wir da reingucken? Nein, aber wie regnet es da rein? Wo bezieht das Ding denn sein Wasser? Upsala, unter die Erde wollen wir noch nicht. Huch. Aber hier rein. Was ist das hier? Einfach nur ein leerer Schuppen? Scheint so. Ich versuche mich mal bei dem ein bisschen zu entschuldigen. Das Pferd, von dem haben wir geträumt. Dann gehen wir mal zum Pferch. Ist ein bisschen manchmal verwirrend hier zu sehen, was hier welcher Pferch ist. Wo ist denn der junge Corey? Ist der hier drin? Hey, you need help, Corey? No, not really. I'm gonna go see if Jay needs any help. Yeah, later. Ich hab ihn gefragt. Ist das hier auch ihr Unterstall oder sowas? Wie kommen wir denn hier rein? Bin ich an der Tür vorbeigelaufen oder was? Oh. Let's see what Jay's doing. Whoa, Steve. Whoa. Proud and stubborn. Never wants to go in with the others. Do you mind if I try? You worked with horses before? No. No. Go right ahead. His name's Ashki. Wer dich wagt, der nicht gewinnt. Gucken. Pferdchen, ganz ruhig. Wir haben eine sehr ausstrahlende Persönlichkeit. Don't be afraid. I'm just gonna come over there, okay? Haben wir nicht von diesem Pferd geträumt? Ganz ruhig. See, Ashki? It's not so bad, is it? Admit it. You kind of like me, huh? Hey, Aiden. Ever dreamed of riding a horse? Haha.
hier sind die ganzen anderen Pferde. Ist das nicht Betrug, Jody? Aber wie du meinst. Take him to the enclosure. Was ist die Koppel hier? Wahrscheinlich meint sie das hier. Erinnert mich gerade so ein bisschen an die Simpsons. Der hätte das noch das zumachen sollen. Maybe I misjudged you. If you want to take a shower, it's behind the bar. Ladies first. It's fine by me. Noch ein paar Sprüche, Sätzchen? Nee. Komm wieder an der Oma vorbei. Hinter der Scheune. Ach, das soll die Dusche sein. Jetzt verstehe ich. Entschuldigung, alte Dame. Ich dachte, das wäre ihr so Wasservorratsspeicher. Sowas haben sie bestimmt, müssten sie aber theoretisch auch haben. Das erklärt natürlich jetzt, warum es hier sowas gibt. Ja, sorry, ich... Gehen wir mal hier unter die Dusche. Sachen aus. Und ich gibt's hier keine Spanner, nur Geisterspanner. So, Wassermarsch. Frag mich gerade, obwohl wenn es draußen warm ist, muss das Wasser relativ warm sein. Und ich könnte mich jetzt irren. Oh Gott. The Grudge. Unheimlich, ich habe das Geräusch gehört. Kann sein, dass entweder diese Szene, auf jeden Fall irgendeine Duschszene, unheimlich. In der amerikanischen Chrome? Pro? Dann war es bestimmt eine andere Szene. Die ist in der amerikanischen Version geschnitten.